Das war es also. Schluss, aus, vorbei. Das Pflichtspieljahr 2022 ist für den SV Werder Bremen beendet. Und ja, es ist auf der einen Seite unerfreulich zu Ende gegangen, nämlich mit einer 1:2 Heimniederlage gegen RB Leipzig. Auf der anderen Seite aber doch mehr als versöhnlich, weil die Bremer mit dem, was sie in diesem Jahr inklusive Aufstieg, inklusive Superstart in die Bundesliga so alles erlebt haben, dann doch sehr gut leben können. Aber schauen wir uns das der Reihe nach an. Starten wir mit diesem Spiel gegen Leipzig, wo ja vorher die große Frage im Raum stand: Wie hat Werder Bremen dieses 1:6 gegen die Bayern aus den Klamotten geschüttelt? Setzt das womöglich die nächste deftige Pleite? Und man sieht es am Ergebnis 1:2. Nein, die setzte es nicht, wobei man in den ersten 10, 15 Minuten schon etwas Angst haben konnte um die Bremer. Denn gut ins Spiel gefunden gegen RB haben sie überhaupt nicht. Da waren Fehler dabei, da waren Stockfehler dabei, da war insgesamt zu wenig Mut dabei. Und das haben die Leipziger dann gnadenlos im Stile eines Spitzenteams ausgenutzt. 13. Minute war es, Silva das 1:0. Und wie gesagt, das schwante vielen Fans auf der Tribüne schon Böses. Da wurden Erinnerungen an dieses Bayern-Debakel wach. Werder hat es in der Folge dann deutlich besser gemacht, hat sich cleverer angestellt und den Gegner wiederum vor Probleme gestellt, weil sie den Gang in die Offensive gefunden haben und ihrerseits zu Abschlüssen gekommen sind. Die waren alle zunächst nicht genau und zwingend genug, aber das reichte schon, um RB zu beschäftigen und denen so ein bisschen den ganz großen Schwung zu nehmen, sodass es bis zur Pause beim 0:1 blieb. Und nach der zweiten Halbzeit, beziehungsweise zu Beginn der zweiten Halbzeit, da war noch gar nicht lange gespielt, da hat Christian Groß plötzlich einen Schuss ausgepackt, von dem Marco Friedl eben zu uns gesagt hat, dass er selber gar nicht wusste, dass er das überhaupt kann. Ein herrlicher Schlenzer ins lange Eck, da stand es plötzlich 1:1 und Werder war zurück in diesem Spiel, hatte selber plötzlich gute Aktionen nach vorne und ist dann aber einmal mehr ins offene Messer gelaufen. Xaver Schlager war es, der Leipzig nach einem Fehler in der Bremer Vorwärtsbewegung, ja, die nächste kalte Dusche verpasst hat zum 2:1. Und das war letztlich ein Gegentor, von dem sich die Mannschaft nicht mehr erholen, dass sie nicht mehr ausgleichen konnte. Trotz großer Schlussoffensive, in der dann Flanke um Flanke in den Leipziger Strafraum segelte, blieb es am Ende bei dieser Heimniederlage. Kurz vor Schluss wurde es noch richtig turbulent. Da gab es eine Szene im Strafraum, Füllkrug gegen Orban. Die hat Werder-Trainer Ole Werner ziemlich auf die Palme gebracht, weil in seinen Augen hätte es da durchaus Elfmeter geben dürfen. Da hat er sich so aufgeregt, dass er die gelbe Karte gesehen hat. Und über die hat er sich dann wiederum aufgeregt, weil weder Schiedsrichter noch vierter Offizieller ihm haben erklären können, so hat er es berichtet, warum es diese gelbe Karte überhaupt gab. Und da war er eben in den Katakomben etwas angefressen und sagte, das geht eigentlich so nicht, da bin ich enttäuscht. Und diese Elfmeterszene, das habe er in den letzten Wochen gelernt, die würde man als Aufsteiger eben nicht für sich gepfiffen bekommen. All das eben aber auch kein Grund, dass die Bremer hier mit hängenden Köpfen aus dem Stadion gegangen sind. 21 Punkte sind es nach nunmehr 15 Spielen. Das ist für einen Aufsteiger alles andere als nicht in Ordnung. Das ist sogar sehr, sehr manierlich. Damit kann man sich sehen lassen. Das weiß Werder und damit kann es im nächsten Jahr weitergehen. Darauf wollen sie jetzt aufbauen, sich vorher aber in aller Ruhe regenerieren, die Pause nutzen und selbstverständlich Niklas Füllkrug und auch Milos Veljkovic während der Weltmeisterschaft in Katar die Daumen drücken.